Und willkommen zu einer kleinen Bonusfolge bei Let's Play Final Fantasy 8 bzw. Let's Play Chocobo World. Wir sehen jetzt hier den Launcher und ich hoffe, das Ganze wird irgendetwas, weil seit meinem Upgrade auf Windows 10, was ich gemacht habe, ist es schwieriger geworden, mit Fraps zu arbeiten, weil Fraps nimmt nicht mehr vom Desktop auf und das ist kacke, weil es wird nicht mehr gepflegt und das ist ganz blöd. Deswegen habe ich jetzt auf etwas Alternatives umgesattelt und hoffe, das funktioniert. So, also, mit einem Klick auf Chocobo World über den Final Fantasy 8 Steam Launcher kommen wir zu Chocobo World. Und ich habe den Spielstand quasi resettet, nachdem ich die Items importiert habe. Ich mache das mal größer, damit wir die Pixel größer sehen. Und ja, hoffe, dass ich jetzt so ein bisschen was hier zeigen kann. Also, wir können mit Hilfe der Cursor-Tasten auf der Tastatur nach links, nach rechts, nach oben, nach unten laufen. Boko macht das allerdings auch mehr oder weniger automatisch. Und das Zutun oder das Goodie, was man hat, wenn man jetzt wirklich selber Hand anlegen will, ist, wenn man in die Richtung dann nochmal gedrückt hält, in die man läuft, läuft man halt mehr doppelt so schnell. Die Richtung hat Boko gerade automatisch umgeswitcht, weil ich drücke mal die Steuerungstaste, weil das die eigentliche Aktionstaste ist. Ich glaube, mehr gibt es auch nicht, außer die Cursor oben, unten, links, rechts. Kein BA und sowas, dafür Steuerung. Kommen wir auf die Karte. So, der Pfeil auf dieser Karte zeigt an, dass Boko gerade nach unten läuft. Der blinkende Punkt auf der Karte, das ist die Position von Boko. Und die, ich hoffe, man sieht es mit dem Blinken. Oh, das ist jetzt der neue E-Mail-Sound. Also denkt dran, wenn ihr das hört. Hört auf, mich mit E-Mails zu bombardieren. Ich will keine Werbung. Also, die nicht blinkenden Felder, das sind Eventfelder. Das heißt, wenn Boko ein solches Feld erreicht, dann passiert ein Event. Aber das sehen wir uns dann gleich an. Ja, Map besagt, wir sind im Kartenmenü. Die 3 ist das Level von Boko und das unten ist die Zeit. Ich weiß nicht, warum er bei 13 Stunden 27 irgendwie, oder das 13 Minuten sind. Nee, ich glaube, es sind Stunden, aber schieß mich tot, hat irgendwas damit zu tun mit dem vorherigen Speierstein. Ich habe keine Ahnung. So, wir können mit den Steuerungstasten durch die Menüstruktur navigieren. Die 4 Zahlen da oben, die 1110, das ist die Startwaffe von Boko. Die ist auch nicht immer unbedingt gleich. Das hat mit der ID, die unten steht, zu tun, aber dazu gleich mehr. Es ist folgendermaßen, die Kämpfe sind so gegliedert, ich werde gleich mal einen demonstrieren, wenn wir ein entsprechendes Kampfevent dann eventuell mal haben, dass beim Gegner und bei Boko einen Zahlen-Countdown nach unten zählt, was sozusagen diese ATB-Leiste demonstrieren soll. Wer zuerst auf 0 angekommen ist, darf angreifen. Und wenn angegriffen wurde, dann werden beide Zahlen zufällig resettet und wieder auf irgendeinen Wert von, ich weiß es nicht, 5 bis 9 oder sowas gebracht. Und wer angreift, macht Schaden. Und der Schaden wird quasi aus dieser Waffe festgelegt. Und zwar, jedes Mal, wenn Boko Schaden macht, dann wird eine Zahl zufällig von diesen 4 ausgewählt und die ist dann der Schaden. Das bedeutet, im Idealfall hat man überall hohe Zahlen. Also wir können also jetzt zum Zeitpunkt zu 75% Wahrscheinlichkeit einen 1er Schaden machen und zu 25% Wahrscheinlichkeit 0 Schaden. Level 3 sagt aus, dass er Level 3 ist von 100. HP sind die Hitpoints, er hat momentan 6 von 6 und die ID ist ein Scheiß. Also die ID wird beim Start eines neuen Speicherstandes zufällig generiert zwischen 000 oder entweder von 000 bis 999, also 1000 ID-Möglichkeiten. Die ID ist aber so strukturiert, dass sie ja gewisse Bedingungen festlegt. Beispielsweise, wie hoch die maximalen Lebenspunkte sein können, wie gut die beste Waffe sein kann, die man unterwegs finden kann. Und ich glaube auch, die Wahrscheinlichkeit für gute Items, also der A-Kategorie und B-Kategorie, oder halt, ob die jetzt häufig, relativ häufig vorkommen oder weniger häufig, oder ob man maßgeblich nur D-Items oder C-Items findet. Man hat keinen Einfluss auf die ID. Es gibt eine Klassifizierung. Die beste ID, so die Rank Zero ID quasi, die beste ID ist 211. Warum 211? Nach der amerikanischen oder angelsächsischen Weise ein Datum zu schreiben, ist es der 11.2. Und am 11.2. ist entweder Final Fantasy 8 oder Chocobo World oder beides gleichzeitig released worden. 1998, 99, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und deswegen ist das die beste ID. Dann gibt es noch so ein paar andere Zahlen und beispielsweise, wenn man eine 7 hinten hat, ist das die zweitschlechteste ID. Wenn man 2 7 hat, ist es die drittschlechteste ID. Und wenn man irgendwas Randommäßiges hat, dann ist es die schlechteste ID. Also man hat eigentlich meistens die schlechteste ID, weil das sind irgendwie 98% der IDs. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber es gibt nur ganz wenige, die, also mit 7 oder mit Doppel-7 hinten ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Ist auch egal. Jedenfalls,
die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering, eine gescheite ID zu kriegen. Gerade die 211, 1 zu 1000, ne? Also, und das Problem ist eben, es legt halt sehr, sehr viel fest. Ich hatte mit dem Speicherstand vorher, mit dem ich die Items gesammelt hatte, eine 7 hinten dran, ne? Ich hab das genommen, was da war. Ich hab jetzt nichts dran gedreht oder sowas. Also von daher, ich glaube, der Unterschied ist auch gar nicht so uneklatant. Also mit der besten ID, also 211 hat man am Ende von Level, auf Level 100, glaube ich, 41 oder 42 Hitpoints, während man mit einem aus dem großen Pool der schlechten IDs irgendwie so wie 30 oder 31 hat. Und mit der zweitschlechtesten sind es 32. Und wie gesagt, die Waffenstärke wird auch so, was am besten zu finden ist, im Durchgang irgendwie festgelegt. Das dazu. Ja, das hier sind ist die Inventarübersicht, was man für Items bekommen hat. Ihr seht hier die Kategorien A, B, C und D. Ich habe bisher hier nochmal neu ein B-Item und ein D-Item gefunden. Dann haben wir hier die Event, den Event-Switch. Das Ganze ist eigentlich, ich mache es erstmal auf On, dann sehen wir das ja gleich. Das bedeutet, wenn ein Eventfeld betreten wird, dann, wenn es auf On steht, dann wartet das Spiel, bis man die Steuerungstaste drückt, damit was passiert. Das heißt, wenn man selber spielen will, quasi. Oder dabei definitiv zugucken möchte. Wenn es auf Off steht, dann passiert das Event automatisch. Ich lasse es jetzt erstmal auf On stehen. So. Unter Move kann ich jetzt nach oben und unten drücken, quasi so eine Art Radius festlegen. Wenn wir das Spiel quasi sich selber spielen lassen möchten, dann ist je höher der Move-Wert ist, umso weiter geht Boko von seiner straighten Linie weg, um ein Eventfeld zu finden. Das bedeutet, ich gehe nochmal kurz hier hin, wenn ich jetzt hier auf 1 stellen würde, dann würde er immer den direkten Weg zum nächsten Eventfeld gehen. Aber das, was unten ist, wird er jetzt treffen. Aber das, was jetzt irgendwie von unserer jetzt aus gesehen links ist, also oben, also in der obersten Zeile, das linke neben dem, links neben dem blinkenden Feld, da wird er niemals drauf kommen, weil er eigentlich nur geradeaus läuft. Und das ist im Grunde das Problem, wenn man selbst spielt. Da sollte man den Move-Wert maximal hochstellen, damit er halt auch große Umwege geht. Das Problem ist dann in dem Fall nur, er geht nie wirklich den, nimmt nie das Feld, was jetzt gerade irgendwie am nächsten für ihn ist, sondern nimmt sich irgendwas aus dem Radius raus und geht meistens dafür halt sehr, sehr ineffiziente und lange Wege. Aber wenn man das Ding auf 1 stellen lässt und das Ding sich selber spielt, dann kann es halt sein, je nachdem, wann die Events wieder weg sind, wenn man die abgearbeitet hat, dass mal irgendwie neue generiert werden, die dann überhaupt nicht mehr in seiner Reichweite liegen und dann lässt man das Ding irgendwie eine Nacht lang laufen und dann geht er einfach nur geradeaus und nichts passiert. Das kann nämlich da passieren. Ja, und das war's im Grunde. Deswegen werde ich jetzt mal ganz schnell zum nächsten Eventfeld laufen. Ihr habt ja vielleicht noch im Kopf, wie weit es ungefähr entfernt ist, weil so ein Feld hat schon eine gewisse Größe. Also die Welt ist in der Hinsicht nicht so ganz klein, wie es jetzt den Anschein hat. So, jetzt wartet das Spiel, weil ich es eingestellt hatte, darauf, dass ich die Steuerungstaste betätige. Und das ist Kaktor. Und Kaktor gibt uns ein Item. Wie gesagt, zufällig A bis D. So, jetzt renne ich mal automatisch an diese Stelle hier. Was kann sonst noch als Event auftreten? Ein Kampf, das ist das häufigste. Eigentlich, Kaktor kann kommen. Wir können Moomba können wir treffen. Das ist dann derjenige, der dann irgendeine zufällige Waffe halt mit Zahlen da hat. Das können halt, ich glaube, es ist vom Level abhängig, wie gut das maximal sein kann. Aber das ist ein Kampf. Jetzt kann ich mit dem Drücken links und rechts auf die Steuerungstasten dafür sorgen, abwechselnd, wenn ich sie drücke, dass der Countdown von Boko schneller runterläuft. Ja, hat mir jetzt allerdings jetzt wahnsinnig viel gebracht. Weil eben, das alles ist random the game. Also die ATB-Zahlen, die runterticken müssen, werden halt mehr oder weniger zufällig generiert. Und wenn ich halt das Pech habe, dass meine immer ganz hoch ist und die vom Gegner ganz niedrig, ist das scheiße, weil dann kann ich so drücken, wie ich will, dann werde ich nie gewinnen. So, jetzt regenerieren wir. Wir haben sonst eigentlich nur ein bisschen Zeitverlust dadurch, dass wir gestorben sind. Und der Rest, ja, ist eigentlich mehr oder weniger wurscht. Jetzt stelle ich mal das Event-Dings auf Off. So, also das war quasi jetzt erstmal ein Kampf. Wenn ein Kampf gewonnen wird, dann bekommen wir einen Pokéball. Und dieser Pokéball wird auf einem 3x3-Grid, also auf einem Tic-Tac-Toe-Feld quasi gesetzt. Mal sehen, ob ich da jetzt weiterkomme. Es gibt ein paar unterschiedliche Gegnertypen. Sagt eigentlich meistens nur aus, wie hoch die maximalen Lebenspunkte sein können im Vergleich zu Boko. Oder zu Bokos Lebenspunkten. Und ist das manchmal knapp. Und je stärker der Gegnertyp, umso wahrscheinlich oder schneller ticken, glaube ich, auch deren Zahlen runter. Also bei den schweren Gegnertypen muss man eigentlich schon immer drücken, sonst wird da nichts. So,
Jetzt haben wir quasi in diesem Tic-Tac-Toe-Feld eine Reihe voll gehabt und dadurch sind wir ein Level aufgestiegen. Was kann jetzt noch neben diesen Events passieren? Und zwar, ich glaube, mit einer 4%igen Wahrscheinlichkeit, nee, oder 4 zu 128, bin mir nicht mehr ganz sicher, können wir Mock treffen auf einem der Eventfelder. Wenn wir Mock auf einem dieser Eventfelder treffen, dann schließt dieser sich Boko an. Und das, oh, das kommt aber jetzt häufig mit dem Knaben hier. Dann schließt er sich Boko an. Und das ist eine ganz nette Sache, weil dann steht Boko ein Begleiter zur Verfügung, der eine Art Limit-Angriff macht. Das bedeutet, wenn Boko im Kampf umgeklatscht wird, dann kommt Mock angelaufen und macht noch einmal Schaden. Also wählt sich auch eine dieser Zahlen zufällig aus der Waffenstärke aus, die Boko zur Verfügung steht. Wird der Gegner damit umgebracht, dann ist überlebt Boko mit einem Lebenspunkt und wenn er nicht überlebt, dann haut Mock ab. Aber ab dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, 50%, dass man beim nächsten Eventfeld wieder auf Mock trifft. Und das Charmante an der Sache ist, dass Mock dann einen Pokéball mitbringt, wenn man ihn wieder trifft. Das bedeutet, selbst wenn man den Kampf verloren hat, bedeutet das, dass man ja eigentlich trotzdem einen Erfahrungspunkte-Pokéball bekommt. Man muss dann halt nur ein Event quasi verschwenden. Und dadurch levelt man dann auch automatisch auf, wenn man dann später hauptsächlich auf irgendwelche stärkeren Gegnertypen trifft, das Spiel sich automatisch spielt und quasi die Kämpfe dann nur noch zu, weiß ich nicht, 10% oder sowas gewinnt. Also relativ krude. Jetzt gucke ich mal. Das ist Moomba! Und er gibt uns eine 2-3-1-1 Waffe. Das Spiel hat jetzt automatisch die Waffe ausgewählt, weil ich, Moment, das Event auf off gestellt habe. Das heißt, das Spiel wählt dann halt die beste Waffe aus. Oder ich glaube, die im Durchschnitt die höheren kumulierten Zahlen aufweist oder sowas. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Jetzt sehen wir nur 1. Okay, jetzt haben wir scheiß Glück und 2 Schaden gemacht. Und nochmal 1 Schaden und 2 Schaden. Also das Glück mir nicht so wahnsinnig hold. Dann gibt es noch Spezialevents. Und darauf kam ich ja gar in der normalen Folge schon zu sprechen, indem ich auf die Sterne eingegangen bin mit der Küsse von Coco. Jetzt muss ich überlegen. Also ich glaube bei Level 25, nach Erreichen von Level 25, dann passiert beim nächsten Event, was man betritt, dass man Coco das erste Mal trifft. Ne? Die läuft einem dann über den Weg, dann ist alles toll, ist schön, ist super und das war's. Also bringt erstmal nicht viel. Die nächste Schwelle ist nach Erreichen von Level 50. Das Event, welches man als erstes nach Erreichen von Level 50 erreicht, können zwei verschiedene Möglichkeiten sein und die sind abhängig davon, ob man hier auf On oder auf Off gestellt hat. Man kommt dann nämlich zu einem Loch. Und wenn man auf Off gestellt hat, also das Spiel spielt sich automatisch, dann fällt Boko in dieses Loch und klettert wieder raus. Und das ist blöd. Weil wenn man auf Event Wait On gestaltet hat und das manuell betätigen muss, dass das passieren soll, dann ist Coco in diesem Loch. Und Boko hilft ihr mit seiner Angel raus. Mit seiner Rute hilft er ihr raus, ja. Und dann gibt sie ihm einen Kuss. Und dadurch bekommt er den ersten Stern. Sein Limitangriff wird dadurch im Spiel stärker. Also in Final Fantasy 8 stärker. Und das ist halt missable. Bedeutet, hätte man zu dem Zeitpunkt das automatische Spielen eingeschaltet, ist das Event vergebens. Das heißt, man sollte, wenn man das darauf angelegt hat, auch alle Küsse zu kriegen und das nicht nur wegen der Items macht, dann sollte man zumindest dann im Auge behalten, wenn Level 50 erreicht wird oder irgendwie ab Level 48 oder sowas, spiele ich erstmal manuell weiter. Das geht ja in der Regel auch halbwegs flott und ja, das, wenn man den Kuss bekommen hat, dann schaltet man wieder auf automatisch und dann geht's weiter. Level 75 ist nochmal ein Event und zwar, was passiert dann? Dann gibt's ein Feuerwerk und Kaktor, Moomba und Mock sagen, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ja, und dann Level 100 ist nochmal das nächste. Dann kommt nämlich der Dämonenkönig und entführt Coco. Und ab Level 100 ist es dann so, dass man, glaube ich, eine Chance von 4 zu 128 hat, wieder irgendwie sowas um den Dreh, oder 1 zu 128, irgendwas ganz, ganz Seltenes, dass man dann als Event dem Dämonenkönig über den Weg läuft. Und wenn man ihn besiegt, dann ist Coco wieder frei, bekommt allerdings immer noch nicht den zweiten Kuss, sondern ab dann ist es eine 4 zu 128 Chance, dass man in einem Event dann auch noch Coco über den Weg läuft und sie gibt einen dann einen Kuss. Und das Ganze kann dann noch zweimal passieren. Bedeutet, Level 100, also Level 50 Event mit Event Wait auf On machen und dann so lange weiterlaufen lassen, bis man irgendwann mal den Dämonenkönig geschlagen hat
Ja, und im Grunde, das ist Chocobo World. Es ist kein Tamagotchi, also, weil Boku kann nicht sterben. Was Boku auch noch machen kann, ist, wenn man hier die Hände für die Finger von lässt. Ja, da seht ihr es gerade, dass er aufhört zu laufen und einfach sich die Zeit vertrödelt. Das Positive an der Sache ist, dass sich die Lebenspunkte, die er bis dahin verloren hat, wieder regenerieren. Aber ich müsste jetzt auf Steuerung drücken, damit er weitermacht. Sonst wartet er noch eine Weile und macht dann automatisch weiter. Also das Spiel ist zwar so konstruiert, dass es sich automatisch spielt, aber es ist auch so konstruiert, dass es sich weitaus effizienter spielt, wenn man selber Hand anlegt. Aber wer erträgt das schon, ne? Bis Level 100 und dann alles noch weiter grinden und bla und blub. Also, es ist so ein bisschen Hirntod-Aktion. Man kann wenig machen und wenn man einfach Pech hat, hat man einfach Pech. Hey, 6, guck, was nimmt er? Habe ich mir fast gedacht, weil 6, 1, ja. Kann es natürlich sein, dass wir nie wieder einen Kampf gewinnen, weil wir nie die 6 kriegen und nie die 1 und nur noch Nullen produzieren, aber so ist das halt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen... Ich bin mal gespannt. Schaffen wir es? Oh, Joker! Jackpot. Alter, das war richtig gut. Das passiert mir ja nie. Gut, also das war quasi Chocobo World. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Eindruck dieses halbwegs simplen, aber in gewisser Hinsicht doch, in gewisser Hinsicht Informationen doch zu übermitteln müssen, um das richtig zu machen, konnte ich übermitteln. Ich hoffe, ihr könnt auch verstehen, was ich gerade gesagt habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen und vielleicht auch fürs Kommentieren.